Einen schönen guten Abend. Heute möchte ich einen kurzen Vortrag halten. Das Thema meines Vortrags lautet Liebe per Mausklick. Mein Vortrag besteht aus folgenden Teilen. Zuerst spreche ich über meine persönlichen Erfahrungen über das Thema und danach gehe ich zu Vor- und Nachteilen ein. Zunächst spreche ich über die Situation in meinem Heimatland in Indonesien und am Ende sage ich meine Meinungen dazu. Einen Lebenspartner oder eine Lebenspartnerin zu finden, ist immer ein großes Thema. Heutzutage kann man einen Partner oder eine Partnerin durch das Internet finden. Diese Methode ist einerseits gut, andererseits ist es auch manchmal problematisch. Ich persönlich habe diese Methode noch nie erlebt. Ich habe das niemals probiert. Ich habe meinen Partner über das Treffen in der Schule und an der Universität gefunden. Wie eine Münze, die zwei Seiten haben, also Liebe per Mausklick, hat nicht nur Vor-, sondern auch Nachteile. Über das Internet ist es natürlich sehr praktisch. Man kann einfach suchen, welche Kriterien für einen Traummann oder eine Traumfrau, die wir haben möchten, beziehungsweise die wir uns wünschen. Man kann auch einfach Fotos stellen, unsere Profil beschreiben und so weiter. Man kann auch einen Kontakt verknüpfen mit der Person, die die Profil gestellt haben. Man muss aber sehr vorsichtig sein. Es gibt oft Betrüge in dieser Plattform. Manchmal steht jemand ein falsches Foto oder ein falsches Profil, die unser Interesse weckt. Also wenn wir diese Person trifft, dann ist das ganz anders mit was er oder sie ins Internet stellt. Das war die Vor- und Nachteile von der Liebe per Mausklick. Jetzt spreche ich über die Situation in meinem Heimatland in Indonesien. Heutzutage ist die Apps Tinder in Indonesien sehr beliebt. Viele Leute nutzen diese Apps, um einen Partner oder eine Partnerin zu finden. Ich kenne zwei Freundinnen, die diese Apps genutzt haben, um einen Partner zu finden, und es hat sehr gut geklappt. Und sogar sind sie jetzt verheiratet. Unglaublich, aber es hat gut funktioniert. Abschließend möchte ich sagen, dass diese Methode auch gut funktioniert, aber man muss darauf sehr aufpassen. Mein Tipp wäre, wir müssen unsere persönlichen Daten nicht so offen stellen. Am besten müssen wir mit der Person näher kennenlernen. Wir können auch treffen, zum Beispiel in einem Café oder in einem Restaurant. Es wäre besser, wenn eine Freundin uns begleitet, um etwas Unerwartetes zu vermeiden. Das war mein Vortrag. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr Fragen habt, stehe ich euch zur Verfügung.